Am Sonntag regnet es vom Schwarzwald bis zum Bayerischen Wald kräftig. Besonders in Bayern ist mit Dauerregen zu rechnen. In den Alpen schneit es bis auf 1500 Meter Höhe herab. In der Nordwesthälfte wechseln sich dagegen Sonne, Wolken und Schauer ab. Örtlich sind auch Gewitter mit von der Partie. Länger trocken mit größeren Wolkenlücken bleibt es größtenteils in Ostdeutschland. Die Höchstwerte reichen von 14 Grad in München bis 20 Grad in Leipzig. Der Montag beginnt in der Osthälfte klatschnass. Der Schwerpunkt der Regenfälle verlagert sich im Tagesverlauf in den Nordosten Deutschlands. Von den Alpen her lockern die Wolken am Nachmittag auf. Längere freundliche Phasen gibt es besonders von der Nordsee bis zum Schwarzwald. Das Thermometer zeigt 14 bis 20 Grad an. Am Dienstag halten sich im Nordosten noch dichte Wolken mit etwas Regen. Sonst zeigt sich die Sonne immer häufiger. Nachfolgend beschert uns das Azorenhoch viel Sonne und angenehme Wärme. Regional sind Höchstwerte um 25 Grad möglich.